Tapetenmikrofon an. Das nein, geht. Ich habe kein Sabotage. Das Lied, mit dem es jetzt weitergehen soll, ist von einem großen Texter hier aus Leipzig. Jedenfalls hat er hier am Schluss gewohnt. Er war leider nicht mehr unter uns, Andreas Hähle. Andreas und ich hatten einen Auftritt zusammen vor 3 Jahren. Und für diese Gelegenheit habe ich diesen Text von ihm mit Musik unterlegt. Und der Text hat den Titel Aufstehen und ist entstanden vor dieser sozialen Bewegung, die sich dann auch so nannte, aber die eigentlich eher hätte heißen sollen Aufstehen und Widersetzen. Hier kommt Aufstehen. Desorientierte Menschen laufen durcheinander in verschiedenen Haufen. Jede Richtung ist verkehrt, kaum ein Leben etwas wert. Immer wieder Stress und Druck, träges Ducken ohne Ruck. Müde schon beim Wetterklingen, kein Liebeswort schafft's durchzudringen. Denn du musst aufstehen, du musst ja zusehen. Nicht selbst entscheiden, im Kampf ums Vegetieren, weil sie nicht zerren, weil sie nicht reiten, glaubst du schon auf allen Vieren. Kontrolliert tobt der Behördenwahn, alles durcheinander, Leben ohne Plan. Überall fehlt Personal, überall fehlt der Krawall, keiner schlägt mehr auf den Tisch. Das kann ja sein, die feuern dich für jedes Mumm, jedes Mumm. Und dann frisst der Krebs den Zorn, denn du musst ja aufstehen. Du musst ja zusehen, wo du bleibst, wohin es dich treibt. Kannst du ewig selbst entscheiden, im Kampf ums Vegetieren. Weil sie dich zerren, weil sie dich reiten, glaubst du schon auf allen Vieren. Weil das nicht reicht, wird mit Angst gespielt, doch weil die Angst sehr gut die Massen drillt, auch das trägst du noch mit Geduld. Daran sind ja die anderen schuld, die werden täglich als Sünder präsentiert und dir als Feindbild vorgeführt. Du ahnst, dass das eine Lüge ist, doch das ist egal, solange du es frisst. Da musst du aufstehen, da musst du zusehen, wo du bleibst, wohin es dich treibt. Kannst du ewig selbst entscheiden, im Kampf ums Vegetieren, weil sie dich zerren, weil sie dich reiten. Sich der Mensch an sich, daran, was er wert ist, dass er mehr ist als Pflicht. Ich denke heute so ein schöner Tag, in dem schon morgens eine Atmosphäre lag, so eine Kraft, die uns plötzlich erfüllt, so ein Ungehorsam, so ein Wille, der brüllt, ja, wir werden aufstehen, wir werden zusehen, wo wir bleiben. Wir sind Menschen, dafür geht es zu streiten. Es wird Zeit, es ist an der Zeit. Wir werden rebellieren.